Ein Zusatzakku für Smartphones wird auch als Powerbank bezeichnet. Studenten der Westsächsischen Hochschule haben diese Bezeichnung wörtlich genommen und eine echte Sitzbank zum Zusatzakku aufgerüstet. Sie steht vor dem Georgius Agricola Bau und bietet 5 USB-Ports zum kostenlosen Laden der Mobiltelefone. Die Idee entstand, als Heerscharen von Pokémon-Go-Spielern den Bereich um die Solarblume bevölkerten und recht schnell mit leerem Akku dastanden. Mittlerweile ist das Pokémon-Fieber etwas zurückgegangen, doch leere Akkus sind dennoch keine Seltenheit. Die neue Powerbank ist genau die perfekte Lösung des Problems. Und das umweltfreundlich, denn der Strom kommt aus der benachbarten Solaranlage. Auch nachts dürfte die Bank nicht zu übersehen sein, denn sie ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet.